Hallo alle und ein herzliches Willkommen zurück zu einem weiteren Cyclic Tutorial. Und heute geht es um den Shape Computer und der Shape Data Card und auch ein Stück weit um die GPS Data Card. Und zwar geht es da nämlich um folgendermaßen. Also erstmal gucken wir uns an, wie die Items gecraftet werden. Wir brauchen für den Shape Computer brauchen wir 4 Block of Redstone, 2 Fans, 2 Furnace und einen Observer. Und für die Shape Data Card brauchen wir... die gibt es hier gar nicht, okay. Dann brauchen wir Färbemittel, 6 Iron Nuggets und Carbon Paper. Und das kriegen wir aus Charcoal und ganz normalen Paper. Und dann haben wir auf jeden Fall unsere Shape Data Card. Sehr schön. Okay, dann haben wir hier einmal unseren Shape Computer. Da klicken wir mal rein und haben ein relativ erdrückendes Interface. Ich habe auch ein bisschen gebraucht, bis ich das Ganze irgendwie erstmal verstanden habe. Wir haben 2 Slots für unsere GPS-Data-Cards, wir haben einen Slot für unsere Shape-Data-Card und damit können wir ein bisschen interagieren oder beziehungsweise ein bisschen was machen damit. So, das bedeutet, ich habe jetzt hier, bin mal zu einem Dorf gegangen und ich habe hier mal ein Gebäude des Dorfes, nämlich einfach hier so eine, ist das eine Kirche, soll das eine Kirche da darstellen? Ich glaube ja. Wir machen mal den hier. Und das ist nämlich Punkt Nummer 1. Und dann haben wir unsere zweite Data Card. Und deswegen habe ich hier schon mal einen Hilfsblock gezogen, nämlich aus Erde. Einfach damit ich hier oben rankomme. Um euch auch zu verdeutlichen, wie das Ganze gleich entsprechend einmal funktioniert. So, mit dem zweiten das entsprechend einmal ausgewählt. Und damit haben wir, sagen wir es mal so, eine Diagonale, wenn man das halt so möchte. Also, wie gesagt, das Gebäude ist natürlich ja im Grunde genommen halt ein Viereck und ich habe eine Diagonale entsprechend einmal gebildet. Okay, und dann lege ich hier mal meine 2 GPS-Data-Cards ein. Wir können uns auch nochmal anzeigen lassen, eine Preview, eine gewisse. Aber das ist irgendwie ja doch, ja, das ist ein bisschen tricky, ein bisschen buggy. Aber, naja, okay, so viel auf jeden Fall zum Shape-Computer. So, und dann können wir auf jeden Fall nochmal eine Shape-Data-Card einlegen und die natürlich entsprechend unbeschriftet ist und dann bekomme ich hier die Möglichkeit, einmal die Daten auszulesen. So, das bedeutet, ich habe jetzt hier eine Shape-Size von 392. 392 Blöcke befinden sich sozusagen hier in der Area und wir sehen, dass die Shape-Data-Card hier auch schon entsprechend was hat. Um die Shape Data Card noch zu nutzen, muss ich jetzt einen Rohstoff auswählen. Ich für meinen Teil habe mich jetzt erstmal für Cobblestone entschieden und das Ganze funktioniert folgendermaßen. Also jetzt aufpassen einmal. Das heißt, wir haben jetzt einmal Shift und einen Linksklick. Und damit habe ich jetzt der Shape Data Card gesagt, Cobblestone. Das heißt, Cobblestone wird mein Rohstoff werden. Und ich habe hier schon mal ein bisschen was angefangen gehabt. Und wir können jetzt hier mal gucken, dass wir das einfach einmal weiterbauen. So, zack, wir haben jetzt hier, ja gut, das kommt natürlich drauf an, zack, und damit haben wir das Gebäude oder das, was wir gerade gescannt haben, entsprechend einmal 1:1 wirklich so entsprechend nachgebaut, wenn man das halt so möchte. Allerdings halt einmal wirklich komplett mit Kabel und auch diese, was natürlich so gängig ist, die Hall Slabs, die Stairs zum Beispiel, die hat er jetzt entsprechend halt nicht genommen, da hat er ganz normale Blöcke halt und so weiter überall genommen und gesetzt. Da ist unser Gebäude, das hier müsste dann halt entsprechend noch weg. Aber so in etwa ist das Prinzip der Shape Data Card auf jeden Fall. Ja, und das war es eigentlich auch schon, was ihr zur Shape Data Card und zum Shape Computer wissen müsst. An der Stelle vielen lieben Dank fürs Einschalten und bis demnächst. Tschüss.